So, liebes Publikum, wir sind leider etwas spät dran, aber wir haben es hinbekommen. Ich begrüße ganz herzlich den Diplompädagogen Michael Zonsius hier bei uns. Michael, die Bühne ist deine. Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Yvonne. Ja, ich bin jetzt leider tatsächlich etwas noch gerade mit dem Rechnerzugang Schwierigkeiten, musste neue Rechner aufrufen. Von daher hoffe ich, dass ich trotzdem es gelingt, mir in der verbleibenden Zeit euch und Ihnen einen kleinen Einblick zu geben. Klimatalks an Schulen und Berufsschulen. Wie kommst du dazu? Wieso stehe ich hier? Ja, ich bin Diplompädagoge von der Ausbildung her bei den Scientists for Future in Karlsruhe beheimatet. Und wir haben 2019 eine kleine Gruppe gegründet, eine AG, um in Schulen und Berufsschulen aufzutreten. Ja, und wir nannten das, noch ist es nicht zu spät, wie eine Sensibilisierung zum So, Klimawandel an. liebes Publikum, wir sind leider etwas spät dran, aber wir haben es hinbekommen. Ich begrüße ganz herzlich den Du musst den YouTube-Stream bei dir unbedingt ausschalten. Ich habe eine Doppelung, ja klar, sorry, mache ich aus. Genau. Klasse. Ja, ich habe eine Doppelung und gebe euch jetzt wieder den Bildschirm frei. Jetzt müsste es klappen, oder? Bitte gebt mir kurz Hinweis nochmal. Alles hervorragend passt. Genau, super. Ja, also unter dem Motto, ja, den richtigen Nerv zu treffen, sodass das hängen bleibt, das war unser Ansatz zu sagen, wenn wir in die Schulen gehen, dann wollen wir hingehen und zu sagen, wir wollen nicht zu viel und vor allem auch keine moralinsauren Infos für die Schüler, Berufsschüler oder auch Auszubildende. Und von daher sind wir in dieser kleinen Gruppe mit insgesamt meistens plus minus 5 Scientists aufgetreten. Ich gebe euch einen kurzen Überblick, ja, wie so ein Klimatalk aussehen kann. Ja, Schulveranstaltungen 2019, 2020, leider vor Corona, ja, weil tatsächlich seit Corona jetzt doch weniger passiert ist, weil es auch digital noch nicht wirklich so ausgereift ist, als dass man es den Schulen anbieten konnte. Ja, die letzte Veranstaltung war letztes Jahr im Oktober und wir hoffen, dass es bald ab Juni, Juli wieder weitergehen kann. Anfragen sind da. Ihr seht ja einen Ablauf für die Schüler und Ablauf auch für die Auszubildenden in den Berufsschulen. Ja, der Unterschied ist, in den Berufsschulen bleibt mehr Zeit und von daher gibt es auch die Möglichkeit, nochmal betriebsspezifische Projekte zu entwickeln oder sich Gedanken dahingehend zu machen. Wir steigen immer ein, wenn wir in den Schulen sind, grundsätzlich mit der Abfrage über Mentimeter. Das heißt, Abfrage über Mentimeter heißt für uns so viel wie wir kommen und dann geht es erstmal darum, wie kriegen wir die Schüler in Interaktion. Unsere einsteigende Frage ist immer, Klimawandel beschäftigt mich sehr stark, ja oder nein und wie stark und ich unternehme viel, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Ja, seht ihr, sind Sie hier und seht ihr hier ja also die. Den Mittelwert in der Rückmeldung zu sagen, wir liegen da meistens immer irgendwo darin, dass der Klimawandel uns als Schüler oder als Berufsschüler sehr stark beschäftigt, aber ich unternehme eigentlich weniger, ja, um der Klimakrise entgegenzuwirken. Wir machen dann im nächsten Schritt, und das finde ich elementar wichtig, was, wo man noch mehr die Schüler abholt, zu sagen, auch in der Sprache der Jugendlichen, und viele von euch oder von Ihnen kennen sicher auch diesen Ausschnitt. Ja, von Riso, hier tatsächlich noch die Beta-Version des Vortrags, weil ich zum anderen Rechner bin. Da ist ein fehlendes S drin. Also Ausschnitt von Riso zu sagen, der vor der Europawahl 2019 ein wirklich griffiges und knalliges Video gepostet hat. Das geht viel zu lang natürlich für so einen Klimatag, aber wenn man sich die richtigen Ausschnitte zu an der Stelle den Schülern zukommen lässt, ja, Minute 12 bis 14 als unser Tipp. Da geht es darum zu sagen, was die Wissenschaft denn tatsächlich jetzt unumstößlich auch festgestellt hat. Und sein Zitat, Originalzitat für eure Enkelkinder ist die Welt dann einfach im Arsch. Ja, um es so drastisch mal auszudrücken. Und das wirkt meistens auf die Schüler dann doch in irgendeiner Form und Weise, sagen wir mal, beeindruckend oder vielleicht auch sensibilisiert, dass sie sagen, okay, und jetzt liebe Scientists, was könnt ihr denn darstellen und wie könnt ihr auch diese wissenschaftlichen Thesen für uns jetzt griffig bekomme, der von den Briso in seiner Jugendsprache auch erzählt hat. Ja. Und unser Ansatz ist dann immer zu sagen, wir kommen mit, wie gesagt, es ist sehr hilfreich, wenn da dann tatsächlich auch ein Diplom-Meteorologe vorne steht oder jemand, der im Fach heimisch ist und auch da als Klimawissenschaftler genau aus der Ecke erzählen kann. Wir haben da eine gute Situation im KIT in Karlsruhe, einige Kollegen, die da auch sehr, sehr fit sind und es auch sehr jugendgemäß vermitteln können. Ja. Das heißt, die sind heute schon genug und gestern genug Inhalt in der Richtung geflossen. Aber was für uns in diesem 10-minütige, viertelstündige Slot kommen muss, zu sagen, einmal diesen Treibhauseffekt darzustellen, ja, in der Dimension, sodass er nochmal dargestellt wird. Unsere Erkenntnis ist oft, dass auch da das Grundlagenwissen tatsächlich auch noch fehlt manchmal. Dann diese klassische Kurve CO2 heute in der Vergangenheit, wo stehen wir heute? Auch dieses darzustellen und im nächsten Schritt sozusagen aktuelle Bilder, sei es jetzt Waldbrände in Sibirien oder auch
was gerade auch durch die Medien geistert oder auch durch die Medien viral geht, ja, dass man das aufnimmt. Kipppunkte finde ich ein ganz wichtiger Punkt, auch vor dem aktuellen Hintergrund, wo stehen wir denn gerade, diese Kipppunkte zu benennen und auch mal das aufzuzeigen und Schüler auch in die Richtung zu sensibilisieren. Und dann sagen wir von unserer Seite, Erfahrung ist 10 Minuten, 15 Minuten länger, darf das nicht passieren, für uns jetzt gesprochen, weil es uns geht in diesem Ansatz, wir haben jetzt vorhin ein bisschen zu kurz, uns geht es darum, das tatsächlich auch sehr interaktiv zu machen. Ja. Also, dass wir von unserer Seite diese kurze Abfrage, Mentimeter, dann der Impuls von unserer Seite, der kleine Einspieler von Riso und dann zu sagen, okay, wie sieht es denn jetzt bei euch aus? Ja, und dazu gehen wir im Endeffekt eigentlich dazu über, immer diese Fragen in Kleingruppen zu sammeln. Ja, gucken dann, dass wir die Schüler, die teilweise in einer Dimension von 30 Schülern, manchmal aber auch 100 plus, ja, also Veranstaltungen, große Aula der Schule, da sind zu sagen, wir teilen die auf in drei Kleingruppen und jeder, drei oder vier Kleingruppen, jede Kleingruppe wird von einem von uns, ja, Scientists aus Karlsruhe, betreut und wir versuchen dann mal die Fragen zu sammeln, beziehungsweise auch mal die Schüler zu fragen, wo ist denn das Wissen, wo steht er denn gerade, ja, und da haben sich eigentlich jetzt folgende Fragen ganz pfiffig erwiesen, nämlich zu sagen, einmal die Frage nochmal, was sind die Grundlagen und die Auswirkungen des Klimawandels, also auch nochmal abzufragen, was wisst ihr denn, wo steht er denn, wo stehen wir denn gerade, was trägt alles in unserem Alltag zum Klimawandel bei, ja, sich da nochmal bewusst zu sein, als Schüler Gedanken zu machen, wo sind wir denn eigentlich, was trägt alles dazu bei und dann, und das hat sich für uns jetzt in den Veranstaltungen als immer wichtiger erwiesen, was uns mal interessieren würde von den Schülern. Ja, da kommen dann, stell's nachher noch näher vor, doch ein paar interessante Fragen raus, auch wo klar wird, dass vieles einfach auch gar nicht so selbstverständlich ist, was für uns jetzt als die Multiplikatoren in dem Bereich oft selbstverständlich wirkt. Ja, also von daher, kurz in die Details. Ihr seht hier ein paar, oder Sie sehen hier ein paar Ergebnisse von den Grundlagen, Auswirkungen der Fragestellung. Da kommen viele richtige und viele passende Dinge, aber es kommen auch manche Dinge, wo man merkt, ja, da fehlt dann auch der Zusammenhang. Ozonloch links zum Beispiel, Grundlage des Klimawandels. Natürlich gibt es da Zusammenhänge, aber jetzt zu sagen, das wäre eine Grundlage, das eine hängt mit dem anderen dann immer auch nur bedingt zusammen. Ja. Und also hier, das Mitteilungsbedürfnis ist da, diese Wand